Und damit wieder hallo und herzlich willkommen hier bei Anno 1404 auf meinem Kanal Gamer TV. Und ich bin, wie soll es anders sein, euer Till. Oder der Till. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. Ich guck erstmal geschwind, was fehlt dem Patricia noch. Die haben erstmal alles, da müssen wir aufsteigen lassen. Können wir noch besser bauen. Besser als in irgendeinem Provinznest ist es in eurer Stadt allemal. Bei uns ist es besser als am Hofe des Kaisers. Ihr habt alles, was ihr wollt, also. Laber kein Bullshit. Bauern, können wir noch aufsteigen lassen? Null. Na dann, den fehlt es an Gewürzen. Gewürze. Wie viele Gewürze liegen hier denn vor Ort? 78. Das ist die Dattelroute. Beschleunige ich mal kurz, bis das Gewürzschiff da ist. Der Lama kann wieder gehen. Es ist ein Zeichen des Himmels. Benedikta hat eine Erscheinung. Okay. Und was bringt uns die jetzt? Du musst mir unbedingt aus der Patsche helfen. Das müssen wir hinkriegen. Nehmen wir mal an. Der nimmt 86 mit. 95 können wir einlagern. Na, ganz klare Entscheidung. Hoch mit dir? Wohl, nö. Was machst du? So. Fährst du erstmal da runter? Lieferst ab, was der Live haben will? Ich trinke einen Schluck Kaffee. Und dann fahren wir weiter runter in den Süden. Je mehr man für sein Volk tut, desto mehr bekommt man zurück. Ich mach alles für mein Volk. Hallo? Aber wir können uns ja mal bei dir einschleimen. Wie geht es dir? Ja, du hast recht. Andernorts jagt man die Landesherrin in Schimpf und Schande vom Hof. Mich hingegen empfängt das Volk mit offenen Armen. Oh, und ich sehe schon wieder unser Geld. Das gefällt mir gar nicht so gut. Webstube arbeitet nicht? Was ist da los? Kein Hanf? Wie viel Hanf haben wir auf Lager? Ist doch genug Hanf da. Stimmst du meinem Vorschlag zu? Ja. Jetzt bin ich richtig erleichtert. Du willst kein Geld für einen Handelsvertrag, also stimme ich dem zu. Ich lasse mich dafür bezahlen, ja, aber ich bezahle nicht. Was ist hier los? Ja, hol ab. Da kommt auch einer. Da kommt auch einer. Sehr schön. Du. Na, dich lasse ich wohl nö. Mit dir bringe ich mal ein bisschen was runter gleich. Damit wir da auch ein bisschen Lagerkapazität gleich mehr haben. Der Auftrag ist... Du bist meiner Bitte wirklich nachgekommen? Tatsächlich? Ja. Du hast es wieder mal geschafft. Ja. Ich bin begeistert. Ich auch. Und dann runter mit dir ab in den Süden. Du bist ein wahrer Freund. Ich weiß. Können wir eigentlich schon Bergfried bauen?
Ja, fehlen uns nur 9 Werkzeuge für. Yay. Aber das kriegen wir, denke ich, in dieser Folge auch noch hin. Und ja, dann werden wir uns wahrscheinlich mal dem Live ein bisschen auf die Nüsse gehen. Werden wir dem mal ein bisschen Ärger machen. Wobei, so wenig Kapital wie wir haben, ist das doch eher ein bisschen von Nachteil. Also machen wir es noch nicht. Dazu müssen wir ein bisschen deutlich mehr Geld haben. Aber sobald wir das haben, wird es dem Live nicht gerade besonders gut gehen. Was dann die Helena rumjault, das ist mir dann relativ egal. Ach, unsere Teppichroute. Wie geht's den Leuten hier unten eigentlich? Das Leben ist anders geworden, seit wir hier sind. Aber es ist gut. Denen fehlt es an Datteln und an Milch. Na, da kümmern wir uns dann auch gleich drum, wenn unsere Rohstoffe da sind. Nun ist es an der Zeit, dass wieder Ruhe einkehre an diesem heiligen Ort. Oh, sehr schön. 200 rum bekommen. Das freut mich doch. Bauen wir hier mal ein paar Nurias. Und dann geht's mit der Gewürzproduktion weiter. So. Zack. Das müsste erst einmal reichen. Ihr könnt hier oben aufsteigen. Noch nicht. Oh. Die brauchen eine neue Schenke. Und zwar dringend. Salam alaikum. Oh. Ne, hier unten bringt sie nix. Zu wenig Effizienz. Ich denke mal, ich werde die hier hinbauen. Neben die Feuerwache. Zack. Dann können die Leute da oben auch trinken gehen. Und ich baue mal einen Landungssteg. Zack. Noch ein Lagerhaus. Mit dir nehme ich schon mal eine Ladung. Ist das ein Witz oder was? Oder ist das ein Witz? 9 Gewürze. Aufsteigen.
aufsteigen mit dir. Dann haben wir einen Markkahn mehr. So, oh Gott, ich bin müde. Und es ist gerade mal 14:11 Uhr. Naja, ich werde nochmal einen Schluck Kaffee trinken. So. Warum werdet ihr alle nicht abgeholt? Ich finde das echt unlustig. Welches? Na, dem schicken wir mal jemanden entgegen. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Einmal drauf da. Datteln wollten wir ausbessern. Dazu brauchen wir natürlich Werkzeug und allgemein Baumaterial. Jo. Einmal dahin. Fisch haben wir in Massen. Milch können wir auch gleich ausbessern. Setzen wir die mal hier oben drüber. Sparen wir Nurias. Und ich merke gerade, ich laber schon wieder so wenig. Das finde ich doof. Ich weiß aber auch nicht genau, was ich labern soll. Ich kann ja auch nirgendwo Holz anbauen für hier unten. Salam alaikum. Es ist mir wie immer eine Ehre. So, den habt ihr wahrscheinlich versenkt. Du hast mir Weizen abgekauft, finde ich gut. Kommst wieder hier hoch. Da hinten kokelt's. Und natürlich nicht ab... Doch. Von der Feuerwache abgedeckt. Hier ist eine Wohnung aufgestiegen. Sehr schön. Jetzt wollen sie auch noch Besitz, die Leute. Nur hör doch mal auf zu brennen. Das ist doch nicht mehr normal. So. Und so. Müsste dann erstmal reichen.
Ich hoffe es zumindest. Fahre ich mal nochmal hoch. Wie sieht's hier aus? Ja. Nicht schlecht, aber auch nicht gut. Können wir ein bisschen nachhelfen? Also, ab nochmal. Wenn ihr euch schon gefragt habt, wie ich die Häuser hier manuell aufsteigen lasse, das mache ich ganz einfach mit der U-Taste. Ich halte hier gedrückt und klicke die Häuser auf an. Und jetzt kann ich irgendwie nicht mehr aufsteigen lassen. Obwohl noch 4 Häuser können. Ach. Ja klar, Stein fehlt. Gut gemacht. Der Fortschritt in eurer Stadt ist für jedermann sichtbar. Ja, ich weiß. So, und jetzt können wir Bücher bauen und einen Schuldturm. Für einen Schuldturm brauchen wir allerdings 60 Steine, 30 Holz und 7000 Gold. Ich sehe gerade, wir haben nur noch 1500 Gold. Ach du grüne Neune. Ich glaube, so schnell kommen wir aus den Schulden nicht raus. Es fehlt an Häuten. Es fehlt doch immer überall an allem. Wie sieht's eigentlich aus mit Kohle? Kohle sieht gut genug aus, als dass wir den hier abreißen können. Oder uns einen anderen Platz suchen können. Dann setzen wir die mal hierher. Zack. Ach, da fehlt's uns an Stein. Dann gibt's erstmal ein Aufstiegsverbot. Bis wir genug Stein haben, beschleunige ich mal ein bisschen. Oh, dann ist das so. Einen Stein brauchen wir noch, damit wir zwei bauen können. Große Sprünge machen wir nicht, aber wir kommen über die Runden. Und dann lasse ich mal die Patrizier ein bisschen einziehen. So. Dann stellt da halt keine Waren mehr her. Ach. Oh, mir fehlt's an Geld. Also nochmal ein bisschen beschleunigen lassen. Och nein, nicht doch, ne? So. Dann holen wir uns einfach nochmal ein Darlehen. Wie ist es euch inzwischen ergangen? Nehmt dieses Darlehen. Und verwenden.
Genau, nehmt dieses Darlehen und verwendet es gut. Das sagt er immer. Und ja, ich baue noch hier zu Ende. Und damit beende ich dann auch das Let's Play für diese Folge, dieses Let's Play, diese Runde. Ihr wisst schon, wie ich das meine. So. Damit wünsche ich denn euch noch viel Spaß, einen schönen Tag noch. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Start ins neue Jahr. Und habt schön mit eurer Familie gefeiert, nicht zu viel gesoffen. Und wenn doch, shit happens, ne? Auf jeden Fall, tschüss, haut raus, bis zum nächsten Mal. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, hilft mir sehr, freut mich mehr. Und damit, tschüss.